Herzlich willkommen wieder hier aus der Bergwirtschaft Willermann. Wir möchten die neue Woche starten mit einem Black Forest Sherry. Ist natürlich ein etwas schwieriger Name, aber übersetzt das Ganze Schwarzwälder Kirsch, kann man auch dazu sagen. Und so ist auch unser Cocktail aufgebaut. Natürlich nicht in Form von einem Kuchen, sondern in Form von einem sehr leckeren Cocktail. Es befindet sich dafür im Glas von unserem Bacardi 4cl, von unserem Amaretto 2cl, 2cl von unserem Zitronensaft, 2cl von unserem Haselnusssirup und in gleichen Teilen Ananassaft und Sauerkirschsaft. Später zum Auffüllen brauchen wir oben als Sahnehaube noch Sprühsahne. So, das Ganze möchten wir starten, natürlich mit Eis. Wie schon gesagt, 4cl von unserem Bacardi, also ein weißer Rum, muss notdürftig nicht Bacardi sein. 2cl von unserem Amaretto. cl von unserem Zitronensaft. cl von unserem Haselnusssirup. Und wie schon gesagt, in gleichen Teilen den Ananassaft und den Kirschsaft. Ob jetzt Sauerkirsch oder Kirschnektar, ist egal. Das Ganze brauchen wir nicht bis oben hin auffüllen, weil wir dann noch den Platz brauchen für die Sahne. Das Ganze wird kräftig geschüttelt. Natürlich ins Glas reingefüllt. Können wir vielleicht auch ein Stück näher mal zeigen, dass die Leute auch die Farbe erkennen. Und aufgefüllt wird das Ganze mit Sprühsahne. So, sehr schön. Dazu natürlich noch die Schokostreusel, wie bei einer richtigen Schwarzwälder Kirschtorte. Und am Schluss, jetzt rot oder grün, egal, eine Cocktailkirsche. Und da werden wir angelangt bei unserem Cocktail der Woche. Schmecken lassen.